Willkommen zum Traumbewusstsein. Dies ist eine Hypnose für Schmerzlinderung und körperliche Heilungserfahrungen durch Klarträume. Hypnose und Klarträume können keine ärztliche Behandlung ersetzen, sondern dienen als zusätzliche Unterstützung. Wie der wissenschaftliche Stand dazu ist und was man davon erwarten kann, erkläre ich an anderer Stelle. In der Beschreibung nenne ich außerdem die Studien, die ich als Orientierung für meine Hypnose verwendet habe. Wenn du Teil meiner neuen Bewusstseins-Community sein willst, in der es unter anderem auch um Hypnose und Klarträume geht, sowie allgemein um Bewusstseinsentwicklung ohne Esoterik, dann findest du den Link zum Forum in der Videobeschreibung. Aber nun, lass uns beginnen. Zunächst einmal sorge dafür, dass du ungestört und in einer möglichst angenehmen Umgebung bist. Es ist empfehlenswert, die Hypnose mehrmals durchzuführen und zusätzlich am Tag Übungen für Traumerinnerung, Klarträume und für deine körperliche Gesundheit durchzuführen. Erfahrung mit Klarträumen ist aber keine Voraussetzung, denn die Hypnose wirkt auch schon in dem Moment, in dem du sie durchführst. Du kannst die Hypnose tagsüber anhören oder beim Einschlafen. Wisse, dass du jederzeit die Kontrolle und auch das Bewusstsein in der Hypnose behältst. Du kannst alle Suggestionen und Imaginationen annehmen oder ablehnen oder auch umformulieren, so dass sie für dich besser passen. Und eine besonders schöne Möglichkeit besteht darin, dass du dir nach ein paar Mal anhören auch ein ganz individuelles Selbsthypnoseprogramm für dich daraus gestalten kannst. Wenn du bereit bist, mach es dir gemütlich und suche dir eine Position, die möglichst bequem für dich ist. Wenn es geht, am besten im Liegen, und denk daran, du kannst jederzeit deine Position auch ändern und es dir bequemer machen, wenn du es gerade brauchst. Und jetzt erlaube deinem Körper, sich vollständig zu entspannen. Achte auf deine Atmung. Atme angenehm tief ein und langsam wieder aus. Ein und aus. Lasse den Atem jetzt ganz natürlich fließen. Und genieße die Ruhe, die dein Körper mit jedem Atemzug durchströmt. Du atmest Ruhe ein. Und beim Ausatmen entspannst du dich noch mehr. Mit jedem Atemzug mehr. Einatmen, Ruhe. Ausatmen, Entspannung. Mit der Entspannung wirst du vielleicht merken, dass deine Augen angenehm schwer werden. Wenn sie nicht schon geschlossen sind, kannst du sie jetzt zufallen lassen. Achte auf deine Gedanken, wie auch sie sich entspannen. Nimm sie einfach nur wahr. Achte darauf, wie dein Körper sich anfühlt, was du wahrnimmst.
Dein Atem wird ruhiger und eine Welle der Entspannung breitet sich über alle Muskeln aus. Erlaube deinen Muskeln, sich kurz leicht anzuspannen und dann ganz locker zu werden, beginnend mit den Händen. Versuche kurz, sie ein ganz kleines bisschen anzuspannen und dann lass sie locker. Wenn es nötig ist, wiederhole es noch einmal. Spüre die Entspannung in den Händen. Vielleicht ist es bei dir eine leichte Wärme oder angenehme Schwere. Jetzt erlaube der Entspannung weiter zu wandern. Spanne deine Arme kurz leicht an und dann lass sie locker. Und spüre die Entspannung, die Wärme, die angenehme Schwere. Jetzt hebe kurz deine Schultern leicht an, dann lass sie locker. Spüre, wie die Entspannung durch deine Schultern und in den Nacken wandert. So angenehm schwer, entspannt und warm. Dein ruhiger Atem erfüllt deinen Brustkorb. Spüre, wie er sich anhebt und mit dem Ausatmen völlig entspannt. Spanne deinen Bauch ganz leicht an und lass ihn nun locker. Die Entspannung durchströmt deinen ganzen Oberkörper, auch die inneren Organe und geht bis in die Hüften. Lass alle Muskeln sich friedvoll entspannen. Ein warmes, geborgenes Gefühl. Jetzt spanne deine Beine an und lass sie locker. Spüre, wie die Muskeln vom Bein, die Waden bis in die Füße hinein wohlig entspannt werden, angenehm und warm. Spüre deinen ruhigen Atem, wie er deine Lunge ausfüllt und aus der Nase wieder entweicht. Du kannst kurz mit dem Mund Grimassen schneiden, die Augen zukneifen, die Stirn runzeln und dann alles wieder völlig locker lassen. Völlig entspannen. Spüre, wie die Entspannung über dein Gesicht gleitet, durch deinen Kiefer gleitet,
weich und friedvoll. Die Entspannung nimmt nun auch deinen ganzen Kopf ein, sogar dein Gehirn, deine Gedanken. Du bist sicher und geborgen. Du hast eine Auszeit. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern gerade. Lasse deine Gedanken einfach frei. Spüre jetzt deinen gesamten Körper, wie entspannt er ist, wie angenehm entspannt. Wenn noch eine Stelle unter Anspannung ist, dann spüre jetzt, wie die Entspannung auch durch diese Stelle fließt und du komplett von allem loslassen kannst. Genieße deinen ruhigen, regelmäßigen Atem und die Entspannung, die deinen ganzen Körper und deinen Geist ausfüllt. Ich werde gleich ganz langsam von 1 bis 5 zählen. Und mit jeder Zahl wird deine Entspannung tiefer und tiefer, bis du bei der 5 in der tiefstmöglichen Entspannung angekommen bist. Ich fange an. 1. Entspanne dich. Nimm einen tiefen, genussvollen Atemzug und atme aus. 2. Spüre, wie du noch tiefer und tiefer entspannt wirst. 3. Vielleicht spürst du schon eine weitere angenehme Welle der Entspannung von deiner Stirn ausgehend über dein Gesicht in den Kiefer und dann über den ganzen Körper gleiten. 4. Du bist völlig geborgen und sicher und noch tiefer entspannt. Nichts ist mehr wichtig, außer dein Wohlgefühl. Alles, was du wahrnimmst, ist Teil dieses Wohlgefühls. 5. Du bist jetzt vollständig entspannt. Während dein Körper immer schwerer wird, ist dein Geist angenehm leicht, schwerelos und frei. Achte darauf, wie schön tief und angenehm entspannt du bist. So einfach und ruhig und friedvoll.
mit jedem Einatmen, das dir Ruhe gibt, und mit jedem Ausatmen, das dich entspannt, kannst du darauf achten, wie du dich angenehmer und angenehmer fühlst. Du kannst dieses Gefühl genießen und dich darüber freuen. Vielleicht wunderst du dich sogar ein bisschen darüber, wie lindernd diese Erfahrung ist. Einfach, indem du deinen Fokus verschiebst auf die Ruhe und Entspannung. Achte darauf, wie du ruhiger und ruhiger gegenüber allen Empfindungen wirst und wie du diese einfach nur wahrnimmst, wie sie an dir vorbeiziehen, ohne dass du sie bewerten musst. Es ist so angenehm zu erfahren, dass alle Gefühle, die du wahrnimmst, sich mehr und mehr in deine innere Ruhe einfügen können. Genieße jetzt deinen Zustand eine kurze Weile und dann komme ich wieder. Du darfst als nächstes auf eine kleine innere Reise gehen. Stelle dir dafür zunächst eine kleine steinerne Treppe vor, die nach unten führt. Ganz unten ist eine Tür. Während ich ganz langsam von 1 bis 5 zähle, entspannst du dich weiter und wirst mit jedem Mal ein kleines Stückchen tiefer und damit auf die Tür zugehen. Eins. Geh nun den ersten Schritt und achte darauf, wie die Treppe wohl aussieht, wie sie beschaffen ist. Wenn du noch nicht viel wahrnehmen kannst, ist das nicht schlimm. Stell dir einfach etwas vor, ganz ohne Anstrengung. Zwei. Geh ein Stückchen weiter runter. Vielleicht kannst du dir auch schon vorstellen, wie deine Schritte beim Aufkommen auf die Steinstufen klingen. Du bist schon über die Hälfte gegangen und wirst vielleicht neugierig auf das, was dich hinter der Tür erwartet. Vielleicht siehst du auch schon deutlicher den Abgang und die Tür am Ende. Vier. Geh noch ein Stück weiter und vielleicht kannst du sogar mit den Fingern an einer Wand oder einem Geländer tasten. Wie könnte sich die Textur anfühlen,
5. Geh nun ganz nach unten und betrachte zunächst die Tür. Aus welchem Material ist sie? Ist sie alt oder neu? Mach dir bewusst, dass sich hinter dieser Tür eine idyllische Landschaft befinden wird. Bist du schon gespannt? Dann öffne jetzt die Tür ganz langsam und trete ins Licht. Du befindest dich am Rand einer Lichtung, umgeben von Wald. Schau dich um. Die Sonne scheint. Es ist ein angenehm warmer Tag. Am Boden und in den Blättern kannst du Lichtspiele sehen. Vielleicht kannst du auch ein leichtes Rauschen vom Wind in den Baumkronen vernehmen. Oder vereinzeltes Vogelgezwitscher. Insgesamt ist es sehr ruhig und eine sehr entspannende Atmosphäre. Atme noch einmal tief und entspannt ein. Und dann wieder aus. Die Luft hier ist sehr rein und wohltuend. Du bist jetzt an einem sicheren inneren Ort. Der Boden ist mit weichem Moos und Gräsern bedeckt. Vielleicht bist du barfuß. Achte darauf, wie sich der Boden anfühlt. Wie weich und angenehm an deinen Fußsohlen. In der Lichtung vor dir kannst du ein leises Plätschern hören. Und du kannst in diese Richtung gehen. Vielleicht berührst du unterwegs die ein oder andere Rinde. Spürst den Wind und die Wärme der Sonne im Gesicht. Das Plätschern kommt von einem ganz eigentümlichen Gewässer. Vielleicht ist es ein flacher See oder ein Fluss, was auch immer dir passend erscheint. Und am Ufer ist warmer Sand und ein paar runde, warme Steine. Was aber macht dieses Gewässer so eigentümlich? Es glitzert in einer anderen Farbe als üblich. Es ist kein normales Wasser. Und wenn du es siehst, hörst, vielleicht riechst, ein ganz feiner, wohltuender Geruch. Dann entspannst du dich sofort noch viel mehr. Es ist eine heilsame Flüssigkeit. Du kannst diese funkelnde Flüssigkeit jetzt berühren. Wie fühlt sie sich wohl an?
Sie ist auf jeden Fall angenehm. Welche Temperatur hat sie? Welche Konsistenz? Vielleicht löst sie, wenn du sie länger berührst, sogar ein angenehmes, ganz leichtes Kribbeln hervor. Oder sie strahlt wohltuende Wärme aus. Wenn du möchtest, kannst du diese heilsame Flüssigkeit an die Stelle deines Körpers auftragen, die Heilung benötigt. Stell dir zum Beispiel einfach vor, wie eine zusätzliche, freundliche Hand aus deinem eigenen Geist die Flüssigkeit auf deiner Haut einmassiert. Vielleicht willst du wirklich ganz in sie eintauchen oder etwas davon trinken und sie sich in deinem Körper ausbreiten lassen. Welche Vorstellung auch immer du dir aussuchst, ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Achte nun darauf, wie die heilende Wirkung der Flüssigkeit sich auf deine Körperteile ausbreitet und wie sie in deinen Körper bis zum Ursprung deiner Erkrankheit oder deines Problems hineinwirkt. Wie angenehm das ist. Spürst du diese Heilung? Vielleicht wird er ganz warm dabei. Oder auch angenehm kühl. Vielleicht spürst du ein sanftes Vibrieren. Oder du siehst einen funkelnden, schönen Strom, der durch deinen Körper fließt. Genieße die Erfahrung eine Weile und stell dir vor, wie die Flüssigkeit Heilungsprozesse in deinem Körper anregt oder verstärkt und dein Leiden nach und nach dauerhaft abmildert und dein Körper heilt.
Du kannst diese heilende Flüssigkeit jederzeit anwenden. Auch in deinem Alltag zwischendurch. Wenn du dir einfach vorstellst, wie du sie aufträgst oder sie trinkst oder in sie eintauchst und wie sie dich mit wunderbaren Gefühlen sanft heilt. Je öfter du sie anwendest, umso stärker und nachhaltiger wirkt sie. Und sie führt nicht nur zu Linderung, sondern auch zu mehr Energie und Wohlgefühl und mehr Bewegungsfreiheit in deinem Leben. Tatsächlich kannst du auch von dieser Flüssigkeit träumen und so ihre wohltuende Erfahrung noch intensiver erleben. Denke daran, dass du bald wieder schlafen und träumen wirst. Stell dir vor, wie du bewusst darüber wirst, dass du träumst, direkt hier auf der Waldlichtung. Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass man träumt? Wie fühlt es sich an, wenn man träumt? Wie wäre es, hier an diesem Ort klar zu werden? Nehme dir vor, wenn du möchtest, heute einen Klartraum zu haben. Und auch die nächsten Tage. Wenn ich jetzt das Geräusch mache, ist das ein Platzhalter. Fülle diesen gedanklich mit deinem eigenen Leiden, das du heilen möchtest. Sprich mir gedanklich nach. Ich träume von Heilung. Wie kann ich heilen? Sage, ich erkenne, dass ich träume. Und ich erfahre Heilung von im Traum. Sage, ich träume von Heilung.
Wie kann ich heilen? Und noch einmal, sage, ich erinnere mich an meine Träume. Ich erkenne, dass ich träume. Ich erfahre Heilung von im Traum. Du kannst nur noch eine Minute an diesem Ort verbringen und dann werde ich die Hypnose auflösen. Wisse, dass du auch jederzeit danach wieder hierher kommen kannst, wenn du eine Selbsthypnose für dich daraus machst. Kannst du den Ort auch noch weiter erkunden und dir vom Unbewussten Sachen erscheinen lassen, die zum Beispiel mit Klarträumen und Heilung zu tun haben. Geh nun zurück zu der Tür, durch die du in diese Idylle gekommen bist. Du stehst unten vor den Steinstufen. Ich zähle wieder bis fünf und mit jeder Zahl gehst du die Treppe weiter hinauf, bis bei der fünf die Hypnose beendet sein wird. Ihre Wirkung jedoch bleibt dauerhaft, wenn du das möchtest. Du kannst selbst entscheiden, ob du mit jeder Zahl näher an den Wachzustand kommst und schließlich erholt und entspannt aufwachst, oder ob du stattdessen noch näher an den Schlafzustand kommst und am Ende vielleicht kurz noch etwas wegräumst, dich dann umdrehst und gemütlich einschläfst. Solltest du dich für den Schlaf entscheiden, kann die Treppe statt nach oben auch nach unten führen. Ich fange jetzt an. 1. Du gehst den ersten Schritt auf die erste Stufe. Zwei. Achte darauf, wie deine Atmung in Richtung Wach oder Schlaf geht. Achte auf die Veränderung in deiner Atmung. Drei. Du bist jetzt schon mehr als die Hälfte aus der Hypnose gegangen. Erinnere dich daran,
dass du die heilsame Flüssigkeit jederzeit bei dir behältst. Vier. Du kannst entweder deinen echten Körper oder deinen Traumkörper wieder stärker wahrnehmen. Fünf. Du bist am Ende der Treppe angekommen und kannst jetzt noch eine Weile entspannt bleiben, bis du allmählich entweder zurück zum Wachen findest, dich streckst und gähnst und die Augen öffnest und dich gut fühlst. Oder aber du driftest gleich in einen wohligen, angenehmen Schlaf und kannst in kurzer Zeit schon Klarträumen und Heilung erfahren.